Hi zusammen, heute zeige ich euch meine besten und liebsten lebensrettenden 5 Tipps im Umgang mit Babys und Kleinkindern. Also es sind wirklich Tipps, die ich selber bekommen habe und ja, die sich in den letzten fast 6 Jahren wirklich bewährt haben. Das erste, was ich euch empfehlen möchte, was ich euch leider nicht zeigen kann, ist ein Tragetuch. Ich habe meine Tragetücher leider nicht mehr. Deswegen kann ich sie euch nicht zeigen, ich kann sie euch aber ans Herz legen. Wenn ihr ein Baby habt oder ihr seid gerade schwanger, kann ich euch das wirklich, wirklich nur empfehlen, euch das anzuschaffen. Ich hatte vorher diesen, Gott, wie heißt denn dieses Gurt, Rucksackartige Teil, Baby Björn oder irgendwie so heißt das. Und habe immer gedacht, ja, so ein Tragetuch ist so ganz mega kompliziert, ist eher was für die alternativen Eltern unter uns. Ich habe mich aber total geirrt und zwar habe ich mir dann in einem Babyfachhandel ein ganz weiches Tuch, das sieht aus wie so eine Wurst zusammengerollt da, und das ist aus so einem ganz weichen Jersey-Stoff, also nicht aus so einem richtig schweren, harten, festen Stoff, den man irgendwie 10 Meter um sich herum wickelt. Ich habe das leider nicht mehr, aber ich verlinke euch hier in der Infobox mal ein Video dazu, wie man sich das wickelt. Da steht auch der Markenname. Die sind wirklich nicht teuer. Ich hatte 2 Stück davon, falls eins irgendwie bespuckt wird, dann konnte ich das direkt in die Waschmaschine packen und hatte ein Ersatztuch. Ich finde die Farben auch ganz gut. Ich hatte ein khakifarbenes und ein schwarzes. Das ließ sich irgendwie zu meiner Garderobe immer ganz gut kombinieren, fand ich. Außerdem, weil das so ein ganz weicher Jersey-Stoff gewesen ist, hat der unheimlich schnell getrocknet. Das Wickeln an sich ist total einfach. Es gibt 2 verschiedene Wege, glaube ich, dieses eine Tuch zu wickeln. Ich habe immer denselben genommen, das hat aber auch vollkommen gereicht. Ich hatte den damals bei meinem 2. Kind bei dem Benny genommen, also das Tuch, und er hat es wirklich geliebt. Ich habe es auch geliebt. Ich hatte nämlich immer die Hände frei. Ich hatte den auch zu Hause in dem Tuch drin. Gut, im Sommer ist das etwas unangenehm, weil das ist ja doch Körper an Körper. Und da fängt man natürlich relativ viel an zu schwitzen als Mutter und das Kind auch. Also wenn es gerade richtig Hochsommer ist, empfehle ich euch das nicht. Aber jetzt bei gemäßigten Temperaturen ist es auf jeden Fall eine Alternative. Und es ist sehr sinnvoll, weil ihr habt die Hände frei, das Baby schläft die ganze Zeit, es ist ruhig. Und es ist auch noch super, wenn das Baby Koliken hat oder zu Koliken neigt. Zum Beispiel der Benny hatte nie Koliken. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran gelegen ist, dass ich in die ersten Monate wirklich nur in dem Tuch getragen habe. Ich habe auch in den ersten, ich sag mal, 6 Monaten nie einen Kinderwagen benutzt. Ich hatte den immer im Tuch. Und ja, viele sagen dann so, okay, ja, Rückenschmerzen. Ich hatte nie Rückenschmerzen. Wenn ihr Rückenschmerzen bekommt, habt ihr es falsch gebunden. Es gibt auch extra Beratungsstellen für Wickeltücher. Ja, das wusste ich auch nicht, aber das gibt es. Lasst euch auf jeden Fall in einem Babyfachhandel dazu beraten, welches Tuch für euch am geeignetsten ist. Aber wenn ihr was richtig Simples sucht, was man gut waschen kann, was irgendwie nicht so komisch aussieht und so, schaut auf jeden Fall mal unten in den Link. Also das ist einer der besten Ratschläge, den ich euch geben kann. Dann werdet ihr früher oder später an den Punkt kommen, das verspreche ich euch, an dem euer Kind Augentropfen nehmen muss. Spätestens, wenn es irgendwie in eine Krabbelgruppe geht oder in den Kindergarten, wird es irgendwann mit einer Bindehautentzündung nach Hause kommen. Das ist hochgradig ansteckend, das heißt, es kann dann auch nicht in den Kindergarten gehen oder sonst wohin. Es muss also zu Hause bleiben. Damit es schnell wieder gesund wird, muss es also Augentropfen nehmen. Und den besten Tipp, den ich euch da geben kann, ist die Art und Weise, die Augentropfen zu verwenden. Denn das ist nicht so einfach bei einem zappelnden, schreienden Kleinkind, ja, das direkt so ins Auge zu tropfen. Das ist nicht ganz so einfach. Deswegen habe ich mal den Tipp bekommen, die Augentropfen auf eine ganz spezielle Art und Weise dem Kind zuzuführen, und die zeige ich euch jetzt. So, unser Baby hier muss einmal herhalten, um euch das zu demonstrieren. So, ich halte jetzt mal. Also, ihr legt euer Kind hin, es muss dann die Augen schließen, ihr nehmt eure Augentropfen und tropft die Augentropfen hier in den Augeninnenwinkel. Und wenn euer Kind dann die Augen aufmacht, laufen die Augentropfen ins Auge hinein. Kommen wir zu meinem
Zweitlieblingsthema, wenn es um Kinder geht. Und zwar hat meine Tochter Haare bis zum Hintern. Und sie sind nicht nur glatt, sie sind auch noch gelockt. Also so richtig schön lockige Haare, richtig lang, sehen wunderschön aus, gar keine Frage. Aber pfleg die mal. Es ist ein Kampf, vom Haare waschen bis zu täglichen zweimal mindestens Haarecreme morgens und abends. Es ist die Hölle. Es ist wirklich die Hölle. Ich weiß, als Kind habe ich Haarecreme auch gehasst. Es gibt nicht wirklich viel, was man dagegen tun kann, aber etwas. Zum einen gibt es da diese Anti-Zieb-Sprays. Ich weiß nicht für wen, vielleicht wenn Kinder richtig glatte Haare haben. Vielleicht mag das dann funktionieren, bei meiner Tochter haben die alle nichts gebracht, ist so diese Sprays zum Anti-Zieb. Das, was wirklich was bringt, ist natürlich nach dem Haarewaschen in die Länge einen Conditioner zu geben. Ja, warum auch nicht? Haarpflege können dann nicht schaden. Es bringt zumindest etwas, ich kann dann die Haare besser durchkämmen. So. Dann, wenn ich sie abends kämme, flechte ich ihr einen Zopf. Über Nacht verfilzen die Haare deutlich weniger. Das heißt, morgens muss ich deutlich weniger bürsten. Dann ist sie so ein richtiges Mädchen. Also eine, die gerne morgens ihre Haare gemacht bekommt. Und sie sagt mir auch jeden Morgen, wie sie gerne ihre Haare hätte. Zwei Zöpfe, einen Zopf, einen speziellen Zopf, einen zur Seite, nach oben, wie auch immer. Also, und was passiert? Natürlich immer. Ich finde keine Haarspangen. Die Haarspangen, die ich nämlich kaufe oder die Haargummis, sind immer weg. Sie sind immer weg. Jetzt aber gibt es endlich eine Lösung dafür. Und zwar hat eine Freundin von mir dieses Ding zu Hause stehen gehabt. Ich fand das so genial, dass ich es mir direkt mit besorgt habe. Und zwar ist es ein Tangle-Teaser. Das sieht nicht nur unheimlich süß aus, sondern... Haha, hier oben ist die Haarbürste und hier in die Blüten kann man seine ganzen Haargummis und Spangen reinmachen. Ich habe zwei Stück davon. In die lilane kommen unsere Haargummis abends und in die pinke kommen unsere Haarspangen. Zum einen hat der Tingle Teaser den Vorteil, dass der nicht so kratzt. Also das sind so ganz relativ weiche Gummiborsten, die relativ... Ich würde sagen, schmerzfrei die Haare bürsten. Also wenn die richtig verfilzt sind und da richtig Knoten drin sind, da braucht man Kraft, da muss man ziehen. Und dann tut das auch mit dem Tangle-Teaser weh. Dann habe ich aber den kleinen Ratschlag mal von meiner Tante bekommen. Und zwar fängt man unten an, die Haare zu bürsten und fängt dann also unten an und arbeitet sich nicht nach oben durch. Dann kann man nämlich besser ja, durch die Haare kämmen und es ist schmerzfreier. Ich nehme mir immer die Strähnen und arbeite mich dann von unten nach oben durch. Und das ist wirklich relativ schmerzfrei. Und abends, wenn wir die Haare dann wieder ausbürsten vom Tag und so, legt sie ihre Haarspangen oder Haargummis gerne selber wieder in die Blume rein. Ich nehme an, weil die auch so hübsch aussieht und das ist halt so ein fester Platz. Seitdem... Auf wunderbare Weise haben wir seit Wochen alle Haarspangen und Haargummis zusammen. Also wenn ihr auch so eine kleine Prinzessin habt, bitte. Ein gut gemeinter Ratschlag von mir an euch. Wo wir schon gerade beim Thema Haare sind, was gehört natürlich auch dazu? Das Haare waschen. Und das war bei uns wirklich phasenweise ein Heulenthema. Wirklich, also sie hat geschrien beim Haare waschen, als würde ich ihr ein Bein abschneiden. Also es war wirklich grausam. Dann habe ich im Internet ein bisschen recherchiert und habe folgende Tipps gefunden und wirklich, sie funktionieren astrein. Sucht euch Sticker oder irgendwas. Ich habe hier von Disney so eine Art Tesafilm. Da sind Disney-Prinzessinnen drauf. Da habe ich mir oben an die Dusche einen Stern gemacht. Oben an die Wand habe ich da so drauf geklebt. Nehmt einen Sticker, was auch immer. Klebt irgendwas relativ weit oben an die Wand, wenn das Kind in der Dusche sitzt. Oder in der Badewanne. Und es muss, um sich den Sticker anzuschauen, so machen. Also nach oben schauen. Warum? Weil, wenn das Kind so nach oben schaut und sich den Sticker anguckt, macht es den Kopf nach hinten und man kann ihm die Haare ausspülen. Das ist nämlich immer das Megatheater, die Haare nass zu bekommen. So zwischen 2 und 3, so in dem Alter, war es unmöglich, das mit der Duschbrause zu machen. Das kann ich vergessen. Also Haare waschen dann nur noch in der Badewanne. Und dann habe ich mit
Ich habe kein Duschgel oder Badezusatz in die Badewanne reingemacht, sondern klares Wasser, erstmal nur warmes und dann irgendeinen Becher. Wirklich vollkommen egal. Hauptsache nicht aus Glas. Ein Plastikbecher. Seht gerade, wo wir dabei sind, bei McDonald's so eine Aktion mit Plastikbechern in der, mit dem Happy Meal. Ich wollte schon Junior-Tüte sagen. So, da gibt es eben diese Plastikbecher. Die sind auch schon groß, da passt richtig schön viel Wasser rein. Also auf den Sticker gucken. Und dann mit dem Becher die Haare nass machen und dann wieder klares Wasser nehmen und ausspülen. Das geht relativ zügig und es macht den Kindern weniger Angst als diese Duschbrause. Ich weiß nicht, warum das so ist, das Geräusch oder das viele Wasser. Ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt es daran. Aber seitdem ich das mit dem Becher mache und dem klaren Wasser, überhaupt kein Problem. Dann etwas, was sehr unangenehm ist, auch fürs Kind. Und zwar geht es um ja, wunden Popo oder wunden Genitalbereich, gerade wenn die noch in der Windel sind. Oder deswegen haben sie es vermutlich überhaupt. Es gibt immer mal die Probleme. Also immer mal wieder haben die Kinder von jetzt auf gleich richtig fiese Wundestellen im Windelbereich. Oder auch Mädchen im Genitalbereich. Oder Jungs unter dem Schniedel oder unter den Hoden. Dass es immer so eine kleine, fiese, nässende Stelle gibt, die sich wahnsinnig schnell, weil es natürlich auch irgendwie feucht und warm ist, relativ schnell entzünden kann und auch blutig wird und offen. Dann habe ich wirklich das Beste gefunden, was es gibt. Und zwar die Multilint-Heilsalbe. Ich gebe die da wirklich nur ein ganz bisschen drauf, dass es so ein bisschen auf die, also auf die Stelle wirklich nur ein ganz wenig, dass es so leicht bedeckt ist. Und es ist innerhalb von Stunden wirklich besser. Und über Nacht ist es morgens schon fast wieder weg. Es ist wirklich, wirklich das Beste, was ich je, also was ich je gefunden habe, benutzt habe. Vergesst dieses Penat und dieses ganze Zeug für Wunde, Hintern. Das ist wirklich das Allerbeste, was ich je benutzt habe. Und ich nehme das jetzt schon seit, ja, seitdem Gracie ein kleiner Windelkacker ist. Und die kommt jetzt in die Schule. Und ich nehme das bei meinem zweiten Kind jetzt auch. Es riecht sogar ganz angenehm und es hilft sogar auch beim leichten Windelpilz. Also, was auch immer sich unten im Windelbereich abspielt, schmiert es drauf und es ist besser. Ich bin der festen Überzeugung, dass ihr da draußen als Mamis oder große Schwestern oder Tanten auch wirklich gute, hilfreiche Tipps für uns habt. Es wäre so toll, wenn ihr eure persönlichen Geheimtipps und Ratschläge mit uns teilen könnt. Weil ich bin mir sicher, dass es das eine oder andere gibt. Vielleicht habt ihr ja auch einen tollen Tipp, wie man das Kind ins eigene Bett bekommt. Denn wir haben hier so eine kleine Maus, die jede Nacht so zwischen 2 und 4 Uhr morgens heimlich in unser Bett krabbelt. Immer. Ich habe das auch schon probiert mit diesem Plan und den Stickern. Und ja, wenn du 5 Sticker hast, dann kannst du dir was wünschen. Und nachdem sie den Wunsch hatte, lag sie dann doch wieder bei uns ins Bett. Bei uns im Bett. Also, vielleicht habt ihr da irgendeinen Trick. Ich weiß nicht. Okay, schreibt mir gerne in die Kommentare eure Tipps. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, welcher von den Tipps, die ich euch gegeben habe, euch weiterhilft. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ich wirklich dem einen oder anderen helfen konnte. Weil alle 5 Probleme hatte ich wirklich selber. Und das waren wirklich alles Ratschläge und Tipps, die ich mal bekommen habe und die wirklich, ja, vieles verändert haben und es wirklich viel einfacher gemacht haben. Wenn ihr noch mehr von solchen Ratschlägen und Tipps gerne hören wollt, ich mache gerne noch mal einen zweiten Teil davon. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, meine Lieben. Bis bald. Tschüss.